Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Jahresreading für die Wagen. Ich lege für euch das große Blatt vom Lennemann und verwende hierfür die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ja, am Anfang, wenn ich die Karten auslege, ist das manchmal ein bisschen verschwommen. Das liegt an meiner Kamera. Wenn ich fertig mit Auslegen bin, ist es auch, hat sich das wieder gegeben. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Ja, wichtig bei den allgemeinen Readings ist auch, dass ich die Dame und den Herrn immer geschlechtsneutral deute. Und ich deute die Dame für dich. Das heißt, wenn du ein Herr bist, gilt die Dame trotzdem für dich. Ja, was ich auch noch wichtig finde, ein Jahresreading geht ein Jahr in die Zukunft. Und das heißt, viele Dinge sind noch gar nicht absehbar, die in dem folgenden Jahr passieren werden. Deshalb ist es einfach sinnvoll, wenn du dieses Reading nochmal zu einem späteren Zeitpunkt anschaust und dann siehst du, wo du stehst. Und ja, dann wird es eigentlich erst so richtig interessant. Du kannst dir das gerne speichern oder wenn du meinen Kanal abonniert hast, dann kannst du ja über die Playlist drauf zugreifen. So, ich beginne jetzt mit dem grundlegenden Thema, was für dich wichtig ist. Da sehe ich den Reiter und er liegt auch noch auf dem Platz vom Reiter. Das heißt, bei dir kommt so richtig, richtig viel in Bewegung. Ja, da habe ich die Sonne und die zeigt mir für deinen Erfolg. Musst du wirklich verantwortungsvoll handeln. Das wird ganz wichtig für dich. Und die Wege, die Möglichkeiten, die du hast, da kommt etwas zum Ende, zur Vollendung. Also entweder bist du deinen Weg schon gegangen, hast ihn schon eingeschlagen. Da kommt mir gerade etwas von jemandem, der eine Ausbildung fertig abgeschlossen hat. Das trifft jetzt sicher nicht auf jeden zu, aber es mag für dich vielleicht auch ein Beispiel sein, was gemeint sein könnte. Jedenfalls kommt da etwas zur Vollendung und es bricht etwas weg. Irgendwelche Möglichkeiten werden wegbrechen. Es laufen auch noch die Mäuse rein. Also das ist eine ganz sichere Sache. Und was deinen Erfolg betrifft, da liegen die Wolken drauf. Also da gibt es Unklarheiten. Deinen Erfolg kannst du nicht so recht sehen. Na, schauen wir mal weiter. Hier finde ich die nahe Zukunft. Und mit dem Sarg sehe ich schon, dass im finanziellen Bereich, also wo es um Geld geht, um deinen Besitz, einfach um diese materiellen Werte, da kommt was zum Ende. Also diese nahe Zukunft bezieht sich allerhöchstens auf 8 Wochen ab nächstem Jahr gesehen. Das Video wird ja jetzt noch im Dezember hochgeladen. Dann, also hier im finanziellen Bereich, materiellen Bereich, was dein Besitz betrifft, kommt etwas zum Ende. Und in dem Bereich, wo es um Arbeit geht und Lebensgrundlagen, da
öffnet sich für dich mit diesem Schlüssel wieder eine Tür. Da gibt es wieder neue Möglichkeiten für dich. Ich habe hier die Engelsflügel und die liegen auf dem Platz vom Kreuz. Das heißt, es passiert hier irgendwas sehr Schicksalhaftes. Es geht um Karma und es ist sehr wichtig für dich. Und mit den Engelsflügeln heißt es auch, dass du da geführt bist, dass das sinnvoll für dich verläuft, dass es gute Zufälle gibt. Ja, und es geht in Richtung Lilie. Die Lilie steht immer für Harmonie und in diesem Zusammenhang spüre ich ganz stark dieses, dass du in deinem Frieden findest. Und das ist so im Bereich von deinen Plänen und deinem Wachstum, wie die Pläne wachsen sollten. Also da kommst du auf jeden Fall in deinen Frieden. Interessant. Ja, hier ist das Thema, was dich das ganze Jahr über beschäftigen wird. Entweder durchgehend oder es zeigt sich immer wieder im Lauf vom Jahr. Ich habe hier die Fabrik und da geht es beim einen oder anderen um einen Arbeitgeber. Und ansonsten geht es vielleicht auch bei dir um irgendwelche Finanzgeschäfte, um Investitionen. Und hier liegt auch das Geld. Die Fische stehen für das Geld. Und ich sehe, du wirst dich sehr damit beschäftigen, dir Wissen anzueignen über deine Finanzen. Das wird sich beim einen so äußern, dass man so mit seinen eigenen Finanzen schaut, was kann ich da machen, seine Dinge klärt. Und beim anderen geht es halt wirklich um Wirtschaft, dass man versucht rauszufinden, was kann ich machen im Bereich Wirtschaft, im Bereich Investitionen. Spannend. Ja, hier sehe ich die Veränderung. Mit den Störchen gibt es immer eine große, wichtige Veränderung. Und da geht es um deine Klarheit. Du wirst da wirklich neue Erkenntnisse haben. Dir wird einiges klar werden. Du wirst umdenken, anders denken. Sehr spannend. Was ich auch sehe, du liegst hier und das zeigt mir, dass sich vieles um dich selbst drehen wird in dem Jahr. Du wirst deine Belange und dich sehr wichtig nehmen. Und ich sehe auch schon, vorher war es vielleicht beim einen oder anderen so, dass man sich sehr auch um jemand anderen gekümmert hat. Oder sehr dominiert war von jemandem. Und das wird jetzt hier mit dem Schicksalskreuz weniger und du wirst wichtiger. Man kann auch sagen, es wird dir bewusst, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Sehr spannend und interessant. Ja, die erste Jahreshälfte. Die Dame liegt auf dem Haus vom Ring. Das heißt, es wird auch sehr wichtig für dich, welche Verträge du eingehst, Verbindungen, Verpflichtungen,
ein ganz wichtiges Thema für dich. Ja, also da sieht man auch nochmal den Bezug, dass da was zum Ende gekommen ist. In dem Bereich von deinem Besitz, von deinem Geld. Und hier habe ich den Neuanfang. Du beschäftigst dich mit einem Neuanfang. Du willst da was Neues wachsen lassen, was Neues gestalten. Und dieser Neuanfang liegt auf dem Haus vom Fuchs. Es ist also nicht der richtige Zeitpunkt. Der Fuchs ist immer eine Warnkarte. Und hier habe ich im Gefühl, dass es um den Zeitpunkt geht. Da solltest du also sehr, sehr vorsichtig sein mit Neuanfängen. Ja, es geht bei dir um beim einen oder anderen um den Arbeitsplatz. Oder eben bei manchen geht es auch um irgendwelche Investitionen. Ich glaube bei mehreren, ja, bei den meisten habe ich so im Gefühl. Ja. Und da sehe ich auch die Veränderung. Also die Karten raten dir auch, verändert dein Verhalten. Schau, dass du hier Klarheit gewinnst. Und ich sehe auch, du machst das. Also du beschäftigst dich hier mit deinem Geld. Du eignest dir Wissen darüber an. Ja, du schaust hinter Fassaden, dir öffnen sich Dinge, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Spannend. Und das ist jetzt sehr, sehr schicksalhaft und wichtig für dich, dass du da dieses Wissen hast. Und das öffnet dir eben eine Türe für deine Lebensgrundlage. Bei denjenigen, denen es hier um Arbeit geht, geht es hier auch um Arbeit. Aber es ist, ich glaube, es ist mehr. Es umfasst wirklich das ganze Leben in dem Jahr, wo es darum geht, mit den Finanzen einfach da Klarheit zu bekommen. Ja, sich kundig zu machen. Sehr spannend alles. Und eben die guten Zufälle. Und dieses Thema wird auch noch gepusht vom Schicksal. Und dann gibt es diese Türe, die sich für dich öffnet. Also das ist ja das, wie es dann drauf rausläuft. Spannend. Ja. Die zweite Jahreshälfte, also das ist immer grob geschätzt mit den Jahreshälften, kann man nicht am Datum abmachen. Ich habe auch schon in Readings erlebt, dass die erste Jahreshälfte 8 Monate ging und die zweite nur 6. Also immer nur grob geschätzt. Da fällt die Dame auf die Störche. Und das heißt, da geht's richtig los mit Veränderung in deinem Leben. Du bist dir dann schon dir selbst bewusst. Du hast ja vorher schon diesen Prozess, diesen, oh ja, wie so ein Selbsterkennungsprozess. Und der Sache bist du dir dann auch schon bewusst. Ja, und du beschäftigst dich immer noch mit Lernen, mit irgendwelchen Dingen ergründen, von denen du vorher keine Ahnung hattest, vielleicht sogar Geheimnisse aufdecken. Und das betrifft diesen Bereich, wo etwas wachsen kann.
Beim einen oder anderen ist sogar der Gesundheitsbereich betroffen. Also der eine oder andere, das spüre ich jetzt gerade, der befasst sich mit Gesundheitsthemen, mit Heilung, mit ja, so in der Art wie natürliche Medizin, spirituelle Medizin auch, sehr spannend. Ja, und dieses Lernen, dieses Herausfinden, das wird ein Prozess, wo du eine größere Distanz überwinden musst. Also sei es jetzt in dem Bereich, dass es für dich einfach so super viel Neues gibt, dass du so neu umdenken musst, dass das die Distanz ist, aber auch in dem Bereich vom zeitlichen her, dass es einfach ja, viel Zeit erfordert, mehrere Monate. Also wirklich lang, kann sogar ein Jahr oder länger gehen, wo du dich damit befasst. Ja, dann der Turm. Das ist wieder ein Rat, dass du dich auf dich selbst konzentrieren sollst. Auf was ich jetzt ganz stark wahrnehme, ist dieses Licht hier oben. Und deine Entwicklung, dein Denken wird ganz, ganz wichtig. Das ist oberspannend, dieses Reading. Ja, dann sehe ich bei dir den Mond, der auch noch auf dem Haus von diesen Störchen liegt. Also das ist die Veränderung und der Mond steht ja für Erfolg. Und durch diese Veränderung, da kommt bei dir Erfolg rein. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess für dich. Ja, es wird dann mit Nachrichten und Kommunikation wird es bei dir etwas zähflüssig in der Zeit. Aber ich sehe eben bei dir diesen Erfolg reinkommen durch die Veränderung und ich sehe hier auch dieses Geld, was ja auf dem Platz liegt, vom Buch, wo du halt Dinge für dich selbst aufdeckst auch und dir Wissen aneignest. Und dieses Wissen kommt jetzt zu dir. Sehr spannend. Also durch diese Veränderung, auch wenn hier mit der Kommunikation und ja, Briefen, E-Mails, da hapert so ein bisschen. Aber die Informationen, die kommen auch zu dir. Sehr spannend. Ja, ich sehe noch etwas anderes. Das betrifft jetzt auch noch ein paar Leute, und zwar dort, wo es halt wirklich um einen Arbeitsplatz geht. Also du wirst auch eine besondere Entwicklung durchmachen von deiner Wesensart her. Aber ich sehe bei dir halt einfach auch noch mal zusätzlich diesen Aspekt vom Lernen, damit bei dir die Kompetenz wächst. Und das braucht auch sehr viel Zeit. Das könnte eine Umschulung auch beim einen oder anderen sein. Und ja, da versuchst du dich vielleicht sogar selbstständig zu machen. Also beim einen oder anderen wird es der Fall sein, aber es trifft natürlich auch nicht auf jeden zu. Aber ich
ich habe das jetzt gerade so im Gefühl, dass jemand dabei ist, für den das jetzt wichtig ist. Ja, was es noch zu sagen gibt, auf dem Platz der Dame liegt der Fuchs. Und das ist das absolute Warnzeichen. Wir haben ja hier schon den Platz vom Fuchs, wo der Neubeginn drauf liegt. Und ich denke, es wird ein Jahr, wo du sehr auch aufpassen musst, was du tust. Also im Bereich Verträge, Verbindlichkeiten solltest du sehr vorsichtig sein, alles lieber zwei, dreimal lesen, auch wenn es um einen Arbeitsvertrag geht. Also der Fuchs zeigt immer eine Warnkarte an. Und eben hier zeigt er ganz genau an, dass hier der falsche Zeitpunkt für Neubeginn ist, in der ersten Jahreshälfte. Du brauchst einfach diesen längeren Lernprozess noch, um dann wirklich erfolgreich sein zu können. Sehr spannend. Also ich denke, auf dich wartet 2023 ein Jahr, wo du wirklich einen großen Entwicklungsprozess durchleben kannst. Ja, falls dir das Reading gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir auch ein Like da lässt und sehr gerne auch einen Kommentar. Mich interessiert es wirklich sehr, in welcher Situation du bist. Und dann wünsche ich dir alles Gute fürs 2023 und hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.